Und ein Stück hier Feuerwehrkameraden, das ist der Name des Feuerwehrmusikzuges Eschede, begrüße ich Sie alle recht herzlich im Namen der Gemeinde Eschede zur Einweihung des Feuerwehrgerätehauses und zur Übergabe des LF10 an die Freiwillige Feuerwehr hier in Eschede. Ich begrüße unsere Nachbarn von den Freiwilligen Feuerwehren, und zwar aus Habichhorst, den Ortsbrandmeister Bastian Mübus, aus Unterlüß, Ortsbrandmeister Ralf Hufenbach, aus Beden-Bostel, Ortsbrandmeister Florian Beck. Manche einer hieß den Playboy, andere brauchen heiße Musik. Ich muss nur mal nach Eschede gehen, wenn ich da bin, find ich selten zurück. Ja, ich will weiter, Baby. Gerrit Dermann, vor knapp 2 Wochen war Einweihung. Wie läuft's hier im Coworking Space im Bahnhof Eschede? Gut läuft's. Wir fühlen uns wohl. Wir sind glücklich, hier zu sein und freuen uns, lieber Leben in den Bahnhof zu bringen. Ich kann nur sagen, das Arbeiten macht hier Spaß. Ein bisschen mehr Interessierte würden wir uns natürlich noch wünschen. Also kommt vorbei. Die müssen sich wo melden? Bei dir, wenn du hier bist? Oder die gehen ins Rathaus? Wo melde ich mich, wenn ich hier arbeiten möchte? Alle Interessierte haben die Möglichkeit, mich selber anzuschreiben. Einmal unter info@netzwerk-zelle.de oder auf unserer Webseite gibt es eine Möglichkeit, es auch direkt zu buchen auf www.netzwerk-zelle.de. Oder ihr schaut einfach vorbei. In der Regel sind wir zurzeit auch von 9 bis 17 Uhr wirklich im Bahnhof präsent. Du hast jetzt in den vergangenen Tagen mitgekriegt, dass hier auch sonst Bedarf am Bahnhof, an Informationen zum Bahnhof, zu Verkehr und so weiter ist. Ja, alle, die ich hier treffe, sind eigentlich immer wieder interessiert, was passiert jetzt hier? Hier ist wieder Licht an, der Bahnhof ist bevölkert. Ich werde mit allen möglichen unterschiedlichsten Dingen angesprochen, was Bahn betreffend, was Ausstellung betreffend. Wir haben natürlich immer wieder auch dafür ein offenes Ohr, geben das soweit weiter. Wir freuen uns einfach, hier da zu sein. Ihr habt jetzt auch einen Blick auf die Ausstellung gleichwohl. Ja, die Ausstellung ist leider noch geschlossen, da die Corona-Maßnahmen und Regelungen erst noch gefunden werden müssen. Wir freuen uns aber, wenn wir sozusagen schon mal einen Einblick geben können, was...